Ein ganz herzliches Willkommen heute zu automotiv.de aus Wien von unserem zweiten Redaktionssitz. Heute mit einer japanischen Sportlimousine, die schon etwas länger auf dem Markt ist, seit ungefähr Ende 2013 mit dem Infiniti Q50. Er ist so zwischen BMW 3er, ja, und BMW 5er positioniert oder Mercedes C-Klasse und Mercedes E-Klasse, also gerade auch von den Abmessungen dazwischen, gerade für die Leute, die etwas individueller und etwas sportlicher das Ganze wollen, gerade so an der Grenze zum hinten sich chauffieren lassen. Zumindest haben wir das hier in Wien, in dieser wunderbaren Stadt, wo wir gerade vor dem obersten Gerichtshof oder Kulisse des oberen Gerichtshofs stehen, genutzt. Da der Infiniti Q50 schon ein bisschen auf dem Markt ist, seit Ende 2013, ich habe es gerade erwähnt, machen wir das heute ein bisschen kürzer und gehen kurz an die Front. Was wir hier haben, sind wieder diese extrovertierten Linien, die für eine japanische Limousine ganz typisch sind, die wir auch bei dem Infiniti Q30 in Berlin, hier ist nochmal die Verlinkung, auch schon hatten. Wir haben hier das Sportpaket, was hier etwas offensivere Linien hat, ganz kurz erklärt, einen Spoiler hier unten, einen angedeuteten Frontspoiler hier unten und ganz scharf gezogene Frontscheinwerfer, die wie japanische Augen aussehen. Auch wieder Merkmal dieser Grill, dieser Kühlergrill mit diesen schönen Wellenformen, die wir hier überall in dem Auto finden, auch am Heck. Das macht die Front wirklich, wie ich finde, auch besonders. Was wir hier noch auffällig haben, ist die relativ kompliziert ausgeformte Motorhaube hier vorne. Wir haben nicht nur eine quadratische Ausformung, wie wir es normalerweise kennen, um Sparmaßnahmen im Werk, in der Produktion zu erreichen, sondern wir haben hier relativ komplizierte Formen und schöne Formen, die der gesamten Oberflächenstruktur so eine wirklich schöne Spannung geben, die das Blech quasi zum Zerbersten bringt, optisch natürlich. Wenn wir jetzt weitergehen an die Seite, dann sehen wir hier 19 Zoll Felgen, die auch wirklich, wie ich finde, ein schönes Design haben, auch in Wagenfarbe lackiert in dem Fall. Vorne sehr brillant und in der Mitte dieses Grau von der Karosserie hier eben. Was wir hier haben, ist auch die Motorenkennzeichnung. Wir haben hier einen 2,2 Liter Dieselmotor drin. Den kennt man von Mercedes, den kennen wir auch von dem Infiniti Q30, den wir neulich hatten, in Berlin vor dem Parlament gehabt haben. Der hat 170 PS und ist hier in dem Fall nicht an ein Doppelkupplungsgetriebe geheftet, sondern an eine 7-Stufen-Automatik, die wir hier drin haben. Die ist etwas träger, aber okay, ist kein Doppelkupplungsgetriebe. Das Auto ist ja schon auch etwas älter. Was wir hier auch wieder haben, ist dieser typische Fensterausschnitt, den wir in dieser Form nicht genauso beim Infiniti Q30 gehabt haben, aber man erkennt schon wieder diese Linie, die jeder Infiniti hat. Das ist besonders. Genau. Gehen wir zum Heck. Wir haben hier diese typischen japanischen Formen hier hinten drin. Das ist sieht sehr asiatisch aus, das Heck. Die Front, finde ich, schaut sehr bullig aus, sehr offensiv. Und das Heck ist schon noch so ein bisschen, ja, sehr japanisch. Das gefällt mir jetzt persönlich nicht so wahnsinnig gut. Aber es hat eine, ja, spezielle Eleganz, sage ich mal. Wir haben hier auch wieder diese relativ spitz zulaufenden Rücklichter hier an der Seite und auch hier dünn zulaufend, auch wieder die Frontoptik ein bisschen widerspiegeln. Nicht so stark wie beim Q30, aber auch ein bisschen. Ansonsten haben wir hier die zwei einflutigen Endrohre noch hier unten, die noch ein so bisschen die Sportlichkeit, die Leistung, die Power dieses Sportcoupés untermalen.
Kurz zur Zusammenfassung, wir haben hier ein 4,79 Meter langes Sportcoupé, also genau da passt es zwischen 3er und 5er rein oder C- und E-Klasse, also genau dazwischen. Wir haben einen 2,2 Liter Dieselmotor hier drin mit 170 PS aus dem Mercedes-Konzern, aus dem Mercedes-Regal, der 400 Newtonmeter auf die Hinterachse stemmt. In 8,5 Sekunden geht es von 0 auf 100 und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 219 km/h. Natürlich kann man bei den Fakten nicht von einem Sportwagen reden, das ist auch klar. Aber wir haben hier tatsächlich eine Alternative zu Mercedes C-Klasse oder ja, dazwischen, wie gesagt, nämlich der Preis macht es natürlich. Die Frage ist ja immer, kauft man sich so ein mehr individuelles Auto, um ja, seine Extrovertiertheit auszudrücken oder um quasi seinen Charakter ein bisschen auszudrücken, das ist immer die Frage. Infiniti-Zentren gibt es mittlerweile schon relativ viele. Das war 2013, 2014 oder was anders. Da gab es nur 5 oder 6 in Deutschland. Jetzt gibt es schon zweistellig. Also die Nähe zu den Personen hier ist gewachsen. Und der Preis unter 45.000 Euro auch für dieses Fahrzeug hier ist natürlich eine sehr interessante Sache. Was wir hier noch haben, worauf ich jetzt auch gleich eingehen werde, wenn wir noch ein Stückchen fahren, ist die Drive-by-Wire-Lenkung. Das heißt, wir haben keine Lenkachse, kein mechanisches Lenkgetriebe hier drin. Das ist auch nicht ganz richtig. Wir haben hier noch zur Absicherung ein mechanisches Lenkgetriebe hier drin, denn sonst würde man so ein Fahrzeug gar nicht zugelassen bekommen. Aber das greift nur ein, wenn die Elektronik mal irgendwann versagen sollte, was eigentlich nicht passieren sollte. Man fühlt es etwas witzig, es ist ein etwas anderes Fahren. Gut ist, dass wir kein Spiel mehr in der Lenkung haben, aber dazu jetzt gleich, wenn wir uns in das Auto begeben. Was dir sofort auffällt im Infiniti Q50 Sport ist diese aufgeräumte Linie hier und auch diese aufgeräumte Mittelkonsole, die wir hier haben. Wir haben zwei Displays, das sieht man auch nicht alle Tage. Das obere Display, was nicht so gut zu erreichen ist, das ist auch mit Touch-Bedienung, aber das stellt nur die Kartenansicht dar und vielleicht noch ein paar andere Ansichten. Aber das untere Display hier, da steht im Mittelpunkt und das ist auch super zu erreichen. Das ist wunderschön mit einer Glasplatte hier zusammen gestaltet und fügt sich auch perfekt hier ein. Was ist denn hier los? Ja, wir sind gerade natürlich mitten in Wien, hier vorm Park Hyatt, am Weihnachtsmarkt, am Samstagnachmittag. Und das ist natürlich auch klar, dass hier die Hölle los ist. Aber macht ja nichts. Wollen ja auch ein bisschen Werbung für das Q50 Coupé machen. Wie dem auch sei, man kann hier ganz schnell steuern. Zum Beispiel, wenn ich hier über diese unteren Buttons gehe. Wir haben die Klimaregelung, die man hier einstellen kann. Wir haben wieder zurück zum Menü, wo wir gerade waren. Und ganz schnell auch in die Audioeinstellungen kann man alles wunderbar erreichen. Die Logik des Systems erschließt sich eigentlich ohne Betriebsanleitung. Das haben wir schon rausgefunden, auch ohne Betriebsanleitung. Was wir hier haben, auch zusätzlich, jetzt gehen wir zur Fahrdynamik. Zum einen den Fahrerlebnisschalter, den Driving Mode, den man hier hat. Da kann man schalten zwischen Snow, Standard, Sport und Personal. Also Personal, und dann kann man in Sport. Das wirkt sich eigentlich nur merklich auf die Gaspedal-Kennlinie aus und auf das Lenkrad. Wir haben hier, wie ich vorhin schon gesagt habe, dieses Drive-by-Wire-Lenkrad. Das heißt, wir haben keine wirkliche Lenkstange mehr. Wir haben schon eine Lenkstange, aber das habe ich ja vorhin schon erklärt. Das heißt, die Elektronik hier ist so gut zum Einstellen oder so gut konfiguriert, dass wir kein Spielen mehr in der Lenkung haben. Und das macht einerseits ein sehr angenehmes Fahren, da wir hier gerade auch im Sportmodus eine sehr straffe Lenkung haben. Und der Widerstand der Lenkung ist auch sehr gut. Aber zum anderen haben wir in Kurven nicht mehr dieses typische Gefühl für dieses Fahrzeug. Das heißt, wir spüren in der Lenkung nicht mehr die Fahrbahnbeschaffenheit. Wir spüren die Fahrbahnbeschaffenheit nur noch über die Karosserie, die Schwingungen an die Karosserie und an das Interieur halt weitergibt, aber nicht mehr direkt übers Lenkrad. Wenn wir schnelle Kurven fahren, dann spüren wir zum Beispiel, also eine schnelle Linkskurve, dann spüren wir zum Beispiel das rechte äußere Rad nicht mehr, den Widerstand des rechteren äußeren Rad nicht mehr so richtig und haben dafür nicht mehr dieses klassische Gefühl, was man normalerweise von klassischen Autos mit klassischer Lenkachse kennt. Mein Kameramann hat mich gerade darauf hingewiesen, dass beim Kopfsteinpflaster etwas ruckelig war. Dafür bitten wir um Entschuldigung.
Was wir hier noch haben, ist die Schaltpedals hier an den Seiten. Wenn wir nämlich in manuellen Modus gehen, dann haben wir hier die Sportautomatik. Wer also den Vettel machen will, hier mit diesem Fahrzeug, mit diesen 170 Diesel PS, mit diesen etwas knurrigen 170 PS Diesel, dann kann man hier auch bei den feststehenden Pedals oder mit den feststehenden Pedals schalten. Und was wir in dem Auto auch noch haben, ist natürlich Assistenzsysteme, das Thema Assistenzsysteme. Wir haben hier zum Beispiel einen Spurhalteassistenten, den kann man hier aufrufen im Infinity Drive Mode Selector und Active Lane Control anwählen. Dann haben wir hier eine Führung, die das Lenkrad quasi automatisch mitlenkt. Das ist nicht so krass wie im Volkswagen-Konzern. Im Volkswagen-Konzern lenkt das Lenkrad stärker mit, als es hier tut. Hier ist es wirklich nur unterstützend, damit man auf langen Fahrten hier, wenn wir jetzt von Stuttgart nach Wien gefahren sind, immer in der Spur bleibt. Was wir noch haben, ist hier ein kleiner Schalter, ein kleiner Knopf. Da können wir auch, wenn wir nicht ACC, also den Abstandsregeltempostaten, das Tempomat, anhaben, in der Stadt quasi teilautonom fahren. Das Auto bremst autonom und gibt auch wieder autonom Gas und schaut nach allen Seiten. Hier ist der Spurhalteassistent auch schon wieder an. Das sieht man in dem kleinen Symbol hier oben links. Man sieht es, glaube ich, nicht in dieser Einstellung, in der verwackelten, wackeligen Einstellung. Ist das kleine oben das Symbol grün und das heißt, dass es aktiv ist. Also der Infiniti Q50 ist für all diejenigen, denen, okay, es kommt auch bald in wahrscheinlich. 200 Metern befindet sich eine Geschwindigkeitsüberwachungskamera. Das ist übrigens auch noch gut. Manche Autos piepsen, manche Autos warnen auch mit Worten vor Geschwindigkeitskameras. Den Toyota GT86, den wir erst neulich hatten, der hat gepiepst vor Geschwindigkeitskameras. Hier die nette Dame, die warnt einen sogar mit Worten. Also zurück, der Infiniti Q50 ist für all diejenigen, die ein älteres Auto jetzt nicht scheuen. Bald kommt wahrscheinlich auch da beim Q50 ein Facelift oder ein neues Modell. Aber von der Grundakzeptanz hier ist der Infiniti Q50 einfach für die Leute, die sich gerade zwischen C-Klasse oder 3er BMW entscheiden und ein bisschen individueller arbeiten und leben. Und auch die sich nicht scheuen, ein bisschen weniger Händlernetz in Kauf zu nehmen. Dafür ist genau richtig. Wie gesagt, unter 45.000 liegen wir hier. Ich glaube, bei 43.350. In 50 Metern befindet sich eine Geschwindigkeitsüberwachungskamera. Ja, das kann auch ein bisschen nerven. Wie sitzt es sich eigentlich hinten auf den Sitzen? Ich meine, Eva hatten wir ja schon drin, aber der Kameramann darf ja mit Sicherheit auch seine Äußerung dazu betreiben. Hinten habe ich das Gefühl, hat man eigentlich relativ gut Platz und sitzt eigentlich auch relativ straff in so einem Sportcoupé, ne? Oder? Ja, er nickt, also gut. Ja, wie gesagt, 43.350 Euro ist der Einstiegspreis ungefähr und ja, das kann man sich dann schon überlegen. Aber wahrscheinlich eher war entweder gebraucht dieses Fahrzeug kaufen oder warten auf das Facelift.